Herzlich willkommen. Ja. Okay. Und so geht's heute ab nach Kroatien. Ja, ich habe jetzt Weihnachtsferien, ja. Und jetzt ist Silvester und da bin ich in Kroatien. Ich glaube, 4 oder 5 Tage bin ich jetzt in Kroatien. Wahrscheinlich wird der 2018, nein, der wird 2018 nicht mehr hochkommen. Also, hallo 2019. Für mich war ist doch 2018. Zimmer, ich sehe dich erst wieder 2019. In der Tat. Reisepass erzeugt. Ich sage, mein Motto ist: ohne Reisepass kein Reisespaß. Das heißt, haben wir noch mit Euro zahlen können. Oder Schilling. Genau. Ja. Ja, die haben wir auf ganz schön viel Zeit getan. Und ich habe schon gesehen, dass so auf der Wiesn, wo die Leute einfach was auszuhauen, ja, die haben oft sehr viel getan und so. Und ja, und wegen mir, wegen der Anis ist jetzt auch wurscht, gell? Das ist ja geil. Sechseinhalb Stunden später. Ich bin jetzt einmal so umgekehrt und wieder zurückgekommen. Nö. Okay, hast du das Gefühl gehabt? Da ist ein Loch, was ist denn da drin? Schauen wir mal, Bananenschalen kann man da entsorgen. Na 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 na. Baby, sag mir, warum machst du mich allein? Ich bin laut, geh der Fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf haben wieder diese Melodien. Na na na, Baby, sag mir, warum machst du mich allein? Ich bin laut, geh der Fremd und trinke viel.
aber Baby, der, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf waren wieder diese Melodien. Baby, ich weiß, du hast das alles nicht verdient. Na, 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 du musst neben mir, da war ich noch ein Lieb. Ja, ja, sag, wie oft hab ich dich schon enttäuscht. Sag, wie oft, dass du dich wieder neu verliebt. Na, 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 um mich rum so viele Bitches, aber keine von denen kann sich mit dir messen. Na, 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 na. Heute kennen mich so viele, aber du kennst mich am besten. Na, 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 ich bin wieder unterwegs zwischen tausend Farben. Ja. So, Leute. Ja, ich habe jetzt keinen Weitwinkelobjektiv drauf, aber wir sind jetzt hier im Hotel. Ja? In der Tat. Und ich wollte mir hier Ladies klären, ja? Okay. Und dann komme ich hier so her und dann ist hier, sind hier nur alte Menschen, Leute. Ich hoffe, ich finde da noch was Cooles. Wenn nicht, dann Girls, schreibt mich an auf Instagram. Okay. Hallo. Aber hier ist direkt so ein Fernseher halt. Und ja, es ist jetzt schon morgen. Also es ist jetzt ein Tag. Also die Anreise war gestern für mich. Und ja, ich keine Ahnung, ich war gestern ziemlich müde und so. Und da waren wir echt dann nur mehr essen, da ist nicht mehr recht viel passiert. Irgendwann später. Das hier ist auf jeden Fall das Badezimmer, Leute. Ich gehe jetzt einfach mal ganz chillig runter frühstücken. Dieser Fahrstuhl, Leute, der ist mir ungeheuer, ja. Muss ein bisschen leiser sein, weil es ist erst 7 Uhr, schlafen noch sicher noch Menschen. Ja. Und zwar, da drückt man so Erde und dann fährt der nicht nach. Also nicht R, sondern dann fährt er zum Beispiel 5. Bruh. Genau. Ja. Oh mein Gott, das habe ich gestern gar nicht mal gesehen. Oh mein Gott. Hier habe ich gestern meine Insta-Story gemacht. Aber das habe ich gestern gar nicht gesehen. Das sieht ganz schön geil aus. Und da ist eben das Essen da oben. Also da ist Buffet und alles. So. Warum ist das Gepäck? Ja! Das nehme ich mal. Nein! Doch. Tja, Leute, hier ist der Update. Okay. Er hat geklärt, er ist besser. Tja, Leute, und ciao. Also, ich finde das Hotel super und wir haben ein Glück gehabt, wenn man ein Zimmer gibt mit mehr Blick. Wenn man rausschaut, passiert wirklich viel mehr, so man schaut. Der einzige Nachteil, was ist, die Bäume sind sehr hoch geworden, vielleicht waren die klein. Die Bäume versperren ein bisschen den Blick aufs Meer. In der Tat. Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn ich mit dem Motorsack mit, wenn ich komme. Wir fragen, ob ich da oben sich ein so umstellen darf, dass ein schöner Ausblick ist. Diese Menschen sollte man. Ist halt so bra, ne? Bra. Es ist halt so, hier so ein Ausflug, ja, vom Hotel. Und da bin ich nicht mitgefahren, ja, meine Eltern schon. Deswegen bin ich jetzt erstmal ganz alleine hier in diesem Hotel. Und generell sind nicht viele Menschen hier, ich bin fast überhaupt alleine. Jo, wahrscheinlich! Oh, fresh, da unten, seht ihr das? Ja, geil. Wie geil muss es hier im Sommer sein? Eine Stunde später. Siehst du, probier es, ob es so geht. Vielleicht ist es auch gratis. Ein gebrauchter Becher ist billiger. Und du willst mich... Dann nehmen wir einen. So, sind zwei Becher. Trainieren dort, dann schaut man so aus wie der. Also, die sehe ich auch so dran, wie der hat da so. Wieso wird es nicht herzeigen, weil sonst sind die bloß gestellt. Okay.
Okay. Bruh. Hä? Jetzt müssen wir schauen, wo der Boden macht. Wir haben es jetzt aber eh schon alles durchschaut und versucht und geschaut und durchschaut. Ah! Da ist er! Da ist er! Das ist der Bodemantel. Ein paar Sekunden später. So, jetzt geht er an Schwimmer. Du bist ausgerüstet. Jetzt muss ich das Hallenbad zu. Das Hotel, ein 5-Sterne-Hotel, muss ein Hallenbad haben. Okay. Alles Gute im neuen Jahr. Rutscht gut rein und rutscht gut aus. Das neue Jahr ist heute aus. Zum neuen Jahr. Rutscht gut rein und rutscht gut aus. Das alte Jahr ist heute aus. Hurensohn. 2019. In der Tat. Es wird heftig. Ja, Leute. Okay. Und zwar, Leute. Da hinten irgendwo ist mein Hotel. Und da vorne ist die Stadt Split. Oder Split. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Okay. Und zwar gehen wir jetzt in diese Stadt. Meine Mutter und ich. Und wir werden da jetzt ein bisschen was einkaufen. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. A Leberkasse. Definitiv nein. Leberkasse. Leberkäse. So, na? Na? In One Piece. Am Leberkäse. Ah, egal, egal. Okay. So. Ich gehe jetzt gerade vom Supermarkt zurück. Okay. Okay. Das war so wie beim mit dem Vlog. Ja, Leute, meine Haare, ich war gerade duschen. Deswegen, ich bin schon lange zu Hause jetzt. Hab den Vlog jetzt endlich mal geschnitten. Ich hatte irgendwie nie die Lust, nie die Motivation dazu. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. War vielleicht ein bisschen verwirrend, weil es war nicht ein Tag, es waren
4 Tage der Vlog. Der Vlog ging 4 Tage. Für das war er relativ kurz, weil ich habe ziemlich viel zusammengeschnitten. Ich habe insgesamt war der Vlog 120 Minuten lang und ich habe ihn auf 14 Minuten. Hä? Bro. Geschnitten. Und ja. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne mal einen Daumen hoch da und ich würde sagen, hau rein. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und tschüss.